Kurzarbeit auf Britisch. Beim größten Sportartikelhändler Großbritanniens, Sports Direct, arbeiten 90% der Angestellten mit Teilzeitverträgen. Verträge, die eine Arbeitszeit von 0 Stunden garantieren. Bezahlt wird nur die tatsächlich gearbeitete Zeit, die Arbeitnehmer müssen dem Unternehmen aber ständig zur Verfügung stehen. Die hängen einen Dienstplan für einige Wochen aus, aber wenn man dann reinkommt, stellt man fest, dass sie den Plan geändert haben. So stellt man am Dienstag fest, dass man am Freitag plötzlich arbeiten soll, oder man kommt zu einer angesetzten Schicht und stellt fest, dass man nicht gebraucht und nach Hause geschickt wird. Und weil man einen Arbeitsvertrag hat, kann man kein Arbeitslosengeld beantragen. Sports Direct ist kein Einzelfall. Nach Angaben der Statistiker gibt es in Großbritannien etwa 250.000 dieser Zero-Hour-Contracts.